Es ist eine Geschichte wie aus einem Krimiroman. Im Sommer 1999 entdecken zwei Raubgräber auf dem Mittelberg in Sachsen-Anhalt eine mehrere tausend Jahre alte, mit goldenen Symbolen verzierte Bronzescheibe, die Himmelsscheibe von Nebra. Ein beeindruckender archäologischer Fund, um den sich bis heute die Mythen ranken. Ausgestellt ist sie inzwischen hier im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle-Saale. Für Bronzezeitexpertin Regine Maraschek ist sie ein einzigartiger Schatz. Die ist so bedeutend, weil sie das weltweit älteste Abbild des Himmels ist, das wir auf der ganzen Welt kennen. Und das gehört in die Bronzezeit, ist 3600 Jahre alt. Und auf der Himmelsscheibe sind verschiedene Phasen abgebildet, die wir ganz leicht auseinander dividieren können. Zum Beispiel sehen Sie hier außen unter dem goldenen Horizontbogen so Rillen, wo früher auch Sterne waren, die versetzt wurden. Deswegen wissen wir, dass die goldenen Bögen später angebracht worden sind. In der ersten Phase war die Himmelsscheibe nur ein Abbild des Nachthimmels mit dem Vollmond, dem Sichelmond und den Sternen. Die goldenen Verzierungen auf der Scheibe stellen die Sterne des Nachthimmels dar. Die sieben eng beieinander liegenden Goldpunkte symbolisieren den Sternenhaufen der Plejaden, auch Siebengestirn genannt. An diesen Sternen orientierten die Bauern ihre Feldarbeit. Und dieser Sternhaufen der Plejaden, der bildet eben den Schlüssel zur Verschaltung von Sonnen- und Mondjahr. Das ist ein Wissen, das wir sonst nur aus Babylon kennen in dieser Zeit. Und das bei uns in Mitteldeutschland zu finden, in Mitteleuropa, ist natürlich wahnsinnig spannend, aufregend und außergewöhnlich.